Herzlich willkommen zu unserem neuen Listing in Santa Ponsa mit 6 Schlafzimmern und 7 Badezimmern. Wir befinden uns hier im offen gestalteten Wohnbereich. Super schön hier die große Fensterfront und natürlich die doppelte Deckenhöhe. Hier mit den Natursteinelementen auch innen ganz schön. Wir kennen es ja von meisten Villen außens, dass damit gearbeitet wird, aber hier eben auch innen gearbeitet. Indirekte Beleuchtung noch dazu und eine Fensterfront, die sich komplett aufschieben lässt. Das sehen wir gleich. Erstmal gehen wir kurz zur Küche. Auch hier natürlich wurde offen gearbeitet. Das heißt, man kann hier kochen, hier entspannt sitzen mit einem Gläschen Wein in der Hand. Alles sehr offen und kommunikativ gestaltet. Finde ich persönlich super, super schön. Hier haben wir die schöne Fensterfront, die sich auch fast komplett aufschieben lässt. So verbinden sich dann der Innenbereich und der Außenbereich. Genau das, was man auf Mallorca haben will. Diese Symbiose von innen und außen in der Sonne liegen. Hier durch die große Fensterfront kommt viel, viel Licht in das Haus. Aber auch so, dieses ganze Haus, der Garten, diese Gartengestaltung. Der Bauträger hat sich hier wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, um einfach so eine Wohlfühloase zu erschaffen. Nachdem wir jetzt hier unten alles gesehen haben, zeige ich euch die obere Etage mit 3 Schlafzimmern. Alle natürlich mit Badezimmer und Suite, aber ein kleines Detail. Hier die Ecke wurde auch ganz schick genutzt. Ein Lieblingssessel von mir. Hier will man einfach nicht mehr aufstehen. Wenn ihr Interesse an den Möbeln habt, kann man die hier mit übernehmen. Das gesamte Haus wurde ausgestattet von Palma Interieur. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Wir befinden uns jetzt im Masterbereich dieser Villa. Hier einen schönen Platz für eine Garderobe. Hier kann man sich ganz schön ein Sitzmöbel hinstellen, plus vielleicht einen großen Spiegel. Dann hier das Bett. Schönen Blick auf die eigene private Terrasse, die sehen wir gleich. Hier geht es ins Badezimmer. Natürlich mit großer Regendusche, freistehender Badewanne. Und was mir persönlich ja immer sehr, sehr gut gefällt, ist hier die indirekte Beleuchtung. Damit wurde hier sehr, sehr gut gearbeitet. Und last but not least haben wir hier natürlich die private Terrasse. Eigentlich ja nur für den Masterbereich gedacht. Man hat aber hier noch einen Zugang zum Garten und man kann auch immer seine Gäste beobachten, hier mit dem Blick runter in den offen gestalteten Wohnbereich. Ansonsten haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier eine Außenküche zu installieren, einen Jacuzzi hinzustellen, eine schöne Lounge mit einem Feuerplatz. Also hier hat der zukünftige Inhaber alle Möglichkeiten und Gestaltungsfreiheit. So, nochmal zusammengefasst, die Rahmendaten von dieser tollen Villa hier in bester Lage von Santa Ponsa. Wir haben 6 Schlafzimmer, 7 Badezimmer, ein Grundstück von 1500 Quadratmetern. Wir haben Stellplätze, Garagenstellplätze für 4 Pkw. Alternativ können wir eine Garage umbauen, hätten dann ein super schönes Home Gym. Wir haben 3 Schlafzimmer mit einer Rampe zugänglich. Das heißt, auch Mehrgenerationenwohnen wäre hier super möglich. Und natürlich diesen schönen Garten, alles nur 15 Minuten Fahrzeit von Palma entfernt, Golfplätze in der Nähe, Port Adriano in der Nähe. Wenn ihr Interesse habt, kontaktiert uns info@mallorcaagent.com oder schaut auf unserer Webseite vorbei www.mallorcaagent.com. Bis bald.